عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا استجارك مني فأجره. Das Höllenfeuer wird zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Allah lässt sprechen, was er möchte. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. An diesem Tag, يوم القيامة, werden wir zu Jahannam sprechen. So werden wir Jahannam fragen, sagt Allah Azza wa Jal, bist du voll geworden? Passt noch was in dir herein? Jahannam wird sagen, gibt es noch mehr? Alles, was ich verschlingen soll, ja Allah, ich bin bereit, es zu verschlingen, ohne dass es irgendwelche Engpässe gibt. Ich verschlinge alles nur mit deinem Befehl. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ein Diener 7-mal am Tag Zuflucht sucht vor dem Höllenfeuer, so wird das Höllenfeuer Yawmul Qiyama zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen: Ya Rabb, o Herr, dein Diener hat Zuflucht bei dir vor mir gesucht. Du sollst deinen Diener schützen vor mir, dass er nicht in mir hereingeworfen wird. So gewähre ihm diesen Schutz und Allah wird ihn dann vom Höllenfeuer bewahren. Wie oft spricht er? Hä? Wie oft spricht er die Zufluchtsuche vor dem Jahannam aus? 7-mal. Wer sagt mir auf Arabisch, wie sagen wir auf Arabisch, dass ich Zuflucht suche vor dem Höllenfeuer? Wie sagen wir das am besten? Na. Sehr gut. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Das heißt, wenn du sagst, ja Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor dem Höllenfeuer. Wie oft? In welchem Zeitraum? Nein, du hast deine Stellung verloren. Vorher warst du gefährlich, jetzt bist du so mittelgefährlich. Wir machen auch schöne Einstufungen, nicht nur der Verfassungsschutz. Nein. Was? Welchen Zeitraum hast du? Ihr hört mir nicht zu, ja, Chua. Nein. Okay. Ein Tag. Wer 7-mal am Tag dieses spricht, so wird Allah Azza wa Jalla ihm vor dem Höllenfeuer schützen. Und das Paradies sagt, der Prophet sallam sagte weiter: وَلَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ 7 مرات إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا سَأَلَنِي فَأَدْخِلُهُ. Und genauso, liebe Geschwister, wird das Paradies zu Allah subhanahu wa ta'ala sagen: Dein Diener bittet dich, in mir hereinzugehen, in mir im Paradies. So gewähre ihn diesen Eintritt, dann wird Allah azza wa jal ihn in das Paradies eingehen lassen. Wie sagen wir das auf Arabisch? Oh Allah, lass mich das Paradies betreten. Allahumma inni as'aluka al-Jannah, zum Beispiel. Oder Allahumma adkhilni al-Jannah. Kein Problem. Dieses sagt ihr 7-mal. Damit ihr es alle versteht. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi. 7 marat. Welche Sprache gibt es noch? 7 times. Wer das sagt 7-mal, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm vor dem Höllenfeuer bewahren und in das Paradies eingehen lassen. Allahu Akbar. Schwer oder leicht? Habe ich euch zu viel versprochen? Ich habe euch gesagt, es sind die leichtesten Taten. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, wollt ihr wissen, wo die Überlieferungen stehen oder ist euch das egal und ihr vertraut mir blind? Das steht bei Abu Ya'la in seinem Musnad, Rahimullah Ta'ala, und Sheikh Al-Albani, Rahimullah Ta'ala, sagt in Silsila As-Sahiha, dass diese Überlieferung authentisch ist.